Da sind wir wieder. Endspurt für den heutigen Vormittag. Okay. Und zwar haben wir jetzt noch einen 4-Eier-Biskuit gebacken in unserem Drachenmittel. Den haben wir viermal durchgeschnitten und dann haben wir den gefüllt mit Latte Macchiato. Und zwar sind wir hergegangen und haben den Latte Macchiato mit etwas Kaffee angerührt, habe dann aber auch die Böden mit Kaffee und mit einem Schuss Baileys gedrängt. Das heißt, ich habe das gemischt, habe die Böden gedrängt und dann die Torte mit der Latte Macchiato eingesetzt. Ihr müsst für diese Torte 1 Liter Sahne aufschlagen. Ich habe bei dem 1 Liter Sahne ein ganzes Päckchen Latte Macchiato verwendet und einen Becher Schmand. Zusätzlich haben wir noch verwendet so circa 300 bis 400 Gramm Trauben. Die haben wir dann in die Mitte gelegt und haben dann die Torte, wie gesagt, eingesetzt, eingestrichen, dann mit der Spezialblatthülle verziert. Dann haben wir im Vorfeld krokant gebacken. Ihr wisst ja, ihr backt den Krokant immer mit der Elko-Knusperbiene, Mandeln mischen, dann streut ihr das Gemisch auf die Folie, backt es ab und wir gehen dann her und nehmen den Zerkleinerer, geben das Ganze hinein, drehen und dann malzt es wunderbar. Ihr habt es in der Hand, wie grob ihr das haben wollt, wie fein ihr das haben wollt, es kommt immer darauf an, wie oft ihr hier dreht. Den haben wir ja schon mal gezeigt, der ist super. Wir backen ja ganz arg viel und der ist bei uns ganz arg oft im Einsatz. Komisch, gell? So ein kleines Gerätchen, so oft im Einsatz. Wir sind aber hergegangen, als wir sie gestrichen hatten, haben dann diese kleine Form oben drauf gelegt und haben dann den Krokant hier hineingestreut, das Ganze mit einer kleinen Standhülle noch verziert. Dann hatten wir die Verzierung und dann haben wir mit unseren Gänseblümchen Mürbeteig ausgerollt, ausgestochen, gebacken, dann das Ganze wieder mit unseren Perlen verziert. Ich könnte mir es nicht vorstellen, wenn man die Perlen nicht hätte, weil die kann man drauflegen, die verlaufen nicht sofort, sind innen mit Schokolade gefüllt, man beißt sich keinen Zahn aus, gibt es in groß, gibt es in klein, schmecken hervorragend. Bitte vielleicht zu Hause ein bisschen verstecken, weil manchmal werden sie auch ohne dass man Torten verziert verwendet. Und bis man schaut, sind sie leer. Schmecken hervorragend. Und sind einfach auch schön auf den Torten edel. Und jetzt kommt doch eine Jahreszeit, wo man schöne Torten will. Und die können es zu jeder Zeit auf ein Buffet stellen, weil wissen Sie, die können es jetzt schneiden wie eine viereckige Torte, nämlich so. Und dann kann man die richtig schön in viereckige Stückchen schneiden und die macht einfach was her. Und verziert mit diesen einfachen Teilen, die können Sie doch auch schön nehmen, für Fondant zum Ausstecher, für Marzipan zum Ausstecher, für Biskuit zum Ausstecher. Man kann so vieles mit diesen, für Wurst zum Ausstecher, für Käse, zu allem, was Sie garnieren, kann man die hernehmen. Die haben Sie und wenn Sie es brauchen, dann nehmen Sie diese Teile. Das lege ich jedem ans Herz, nehmen keinen Platz weg in der Schublade und sind wirklich richtige Retter im Verzierbereich, wenn man eine schöne Verzierung braucht. So, und jetzt lassen wir uns diese Torte schmecken. Viel Spaß beim Nachbacken. Macht's es gut.